Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Abenteuermodus von Mario Tennis Aces. Letztes Mal haben wir den Bosskampf gegen Luigi gewonnen, allerdings war das nicht alles. Jetzt natürlich die Frage, organisieren wir uns weitere Schläger oder kämpfen wir uns direkt vor? Ich sage, wir probieren es erstmal und zur Not besorgen wir uns andere Schläger. Aber ich denke, dass wir halt schon den stärksten Schläger haben. Und wir müssen da jetzt irgendwie durch. Also auf zu Bowser im Solarius-Tempel schreien. Freut mich, dass du es hierher geschafft hast, Mario. Lucius und ich sind eine Einheit und meine Macht somit absolut. Dein Level ist deinen lächerlichen Abenteuerchen vielleicht gestiegen, aber gegen den großartigen Bautzius. Ihr müsst wissen, wir haben hier so eine Senf, den wir sehr gerne mögen. Hashtag not sponsored at all, aber please, ne, wenn Sponsorship von Senf, dann immer gern her damit. Mach ich mit, ne? Dann sponsern wir hier Senf. Nein. Bautzner Senf heißt der, das hat mich jetzt irgendwie total daran erinnert. Bautzius, kommst du nicht heran? Du hast doch nicht immer noch vor, gegen mich anzutreten, oder? Ha, also gut, ich stelle mich dir nur zu gerne. Zeig, was du kannst. Der finale Kampf. Das wäre ja mal was. Der Feuerschläger fest in der Hand. Und Bausius. Ach du Heilige. Bausius mit seiner Machtaura. Ja, Bausius mit seiner Machtaura wird uns nun in diesem Kampf hier begleiten. Und ich habe mich entschieden, das hier nachzukommentieren. Einfach weil ich habe während des Kampfes so wenig geredet, dass... Da habt ihr ja nichts von, wenn ich jetzt da im Prinzip entweder alles beschleunige oder da nichts passiert. Deswegen hoffe ich, dass ich euch so auch unterhalten kann. Ja, auf jeden Fall, Bausius hat ein Schild um sich herum. Und dieses Schild wird anscheinend stabilisiert von diesen drei Kügelchen. Ja, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, dass ich den nicht bekommen habe, weil ich dachte, dass ich den bekommen hätte. Und generell stellte sich das irgendwie als ziemlich kompliziert heraus. Jetzt kommen wir also in die Stage, wenn sein Schild zerbrochen ist. Dabei schießt er einfach Charge Shots, die tatsächlich unseren Schläger zerdeffern können, die wir kontern müssen. Aber da sehen wir, dass ich das nicht hinbekomme, weil ich das wollte, das halt immer verlangsamen mit dem Slow-Mo. Und das habe ich halt nicht hingekriegt. Und da sehen wir, während des Konters wird halt einfach da mein Schläger zerstört. Durch diesen permanenten Charge Shot, könnte man sagen. Und das ist halt ein bisschen tricky. Und jetzt hat aus irgendeinem Grund meine R-Taste nicht funktioniert. Ich glaube, wenn ich jetzt im Nachhinein gucke, liegt es daran, dass oben links die Energieleiste leer ist. Und das ist natürlich nicht so super, weil dann können wir keinen machen. So, jetzt haben wir aber genug Energie und können Bowser einen abgeben und damit im Prinzip ein wenig von seinem Leben entfernen. Ja, jetzt kommt das hier, das sind diese Windtornado-Dinger. Und Leute, ich weiß das bis jetzt nicht. Wie kann man denen ausweichen? Ich verstehe dieses... Ich verstehe einfach nicht, in welche Richtung ich da wann springen muss, um den auszuweichen. Hier, diese Kreise hier, das ist eigentlich ja richtig easy auszuweichen, außer man springt halt zu früh. So, wie ich das in diesem Fall gemacht habe. Aber generell ist das halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, diese Tornados. Wie man den ausweichen soll, weiß ich nämlich wirklich nicht. Ja, aber wir sind jetzt auf seinem zweiten Herz, Leben, Gedöns. Allerdings, wenn wir mal gucken, sehen wir, wir haben noch einen Schläger, der relativ ramponiert ist. Das heißt, ein Charge Shot könnte diesen Schläger tendenziell zerstören. Und ja, damit haben wir quasi verloren, und diesen Kampf abzugeben. Also gehen wir direkt nochmal los hier in den Kampf und versuchen dieses Mal Bausius zu vernichten.
Wir sehen, diesmal war die Genauigkeit am Anfang nicht ganz so gut. Aber dafür haben wir hier diesen perfekten Block erlebt. Und hier haben wir trotz Zeitlupe leider ein wenig Schlägerleben verloren. Welche tatsächlich noch relativ wichtig sein werden. Und worüber ich mich vielleicht auch noch gegebenenfalls ein wenig aufgeregt haben könnte. Im Falle der Fälle. Ja. Dann können wir natürlich auch nochmal, wir haben jetzt ja Zeit miteinander zu reden. Und ja, das war natürlich nicht so nett, dass er dann meinen Schläger zerdeppert. Aber wir können natürlich nochmal über die Problematik der Story von diesem Spiel hier sprechen. Einfach halt, klar, es ist halt so ein Sportspiel, aber die Erklärung, dass hier einfach alles per Tenniskampf gelöst wird, ist halt so ein bisschen notbedürftig, ne? Das ist selbst für Nintendo ist das irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Und das hat Modador das ja auch relativ schön kommentiert, wo er gesagt hat, ja, Kamek, ne, Erzfeind von Mario. Und ja, dann gibt er einem Tipps, wie man denn besser die Bälle hin und her spielt. Und ja, das ist halt relativ merkwürdig, weil normalerweise nimmt er einfach seinen Zauberstab und tötet uns. Und nun gibt er uns da sogar noch Hilfe. Das heißt, es ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, ne? Und dann jedes Problem hier kann halt mit Tennis gelöst werden. Obwohl wir wissen, dass Mario und Bowser sich auch anders auseinandersetzen können. Ohne Tennis. Aber gut, das ist halt so eine Schwäche, die muss man halt dabei so ein bisschen auch akzeptieren. Ja, wie gesagt, den Ring hier, den kann man gut ausweichen. Dem Rest könnt ihr mir gerne sagen in den Kommentaren, wie man dem ausweichen sollte. Und jetzt sind, glaube ich, zwei Bälle auf einmal gekommen und dann kriegen wir direkt noch einen Charge Shot auf den Körper. Das bedeutet natürlich auch immer einen Zeitverlust. Allerdings sehen wir schon, wir haben ein anderes Problem. Und zwar sind wir auf unserem letzten Schläger, wir sind auf dem normalen Mario-Schläger. Und das ist natürlich ziemlich blöd. Aber links können wir zum Glück noch ein wenig blocken. Aber irgendwann wird uns wahrscheinlich die Power ausgehen für die Slow-Mos. So, jetzt sehen wir hier Slow-Mo. Den haben wir natürlich ein bisschen zu früh gestartet, die Slow-Mo an dieser Stelle. Aber es geht immer weiter. Und wir behalten Bowser unter Schuss, aber wir treffen leider nicht den richtigen Winkel, um diese Scheiben, weiß nicht genau, was diese Scheiben sein sollen, zu treffen. Ne, Scheibchen des Bowser, ich hab keine Ahnung, was das darstellen soll. Also das eine ist halt ein Schild, das irgendwie rum, aber warum jetzt diese Kreise sind, ich glaube, das weiß Bowser selbst nicht, oder Bautius, wie wir ihn ja im Fachjargon nennen. Den haben wir leider komplett verfehlt. Und wir sehen, es gibt halt ein gewisses Zeitlimit. Wir haben nur noch eine Minute und Bowser hat noch zwei Leben. Da könnte man jetzt ja überlegen, das könnte knapp werden. Irgendwie könnte das knapp werden. Jetzt kriegen wir auch noch die Bälle ab und das heißt, wir verlieren hier massiv an Zeit und wir hören schon den Timer. Allerdings ist vorher unser Schläger einfach mal zerdeppert. So läuft das hier. Also, drittes Match gegen Bautius. Und dann wird ordentlich hier schon mal getroffen. Der in der Mitte leider nicht. Und auch wenn ich ihn weiter probiere, trifft er irgendwie nicht. Obwohl ich denke, dass das eigentlich schon sein müsste. Aber nach dem guten Start treffen wir halt relativ wenig diese komischen Scheibchen. Was schon relativ schlecht ist, würde ich sagen. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht überzeugend, wie wir das hier machen, ne? Muss man ja irgendwie so mal sagen. Ja. Aber ich finde immer, es ist leichter, wenn diese Scheiben, wenn davon eine unten ist, oder wenn die ganz oben in den Ecken sind. Ich finde, dann kann man die ganz gut treffen, weil die ganz oben in der Ecke machen wir einfach Lobshot mit halt in die richtige Richtung und die unten kann man halt schön mit dem Geraden und treffen. Aber die in der Mitte sind irgendwie sauschwer für mich zu treffen. Ich weiß nicht, welchen Schlag ich da verwenden sollte.
aber es funktioniert halt nicht richtig. Und der in der Mitte ist auch immer ein bisschen trickiger, aber den erwischen wir immer mal wieder. Und wir sehen schon, da habe ich meine Probleme, den in der Mitte zu erwischen. Aber den tiefen, den kriege ich eigentlich immer. Und jetzt sehen wir wieder dieses Battle. Und irgendwie, wenn das erstmal hier so am Schlagen ist, dann wirkt das schon ziemlich episch, ne? Dieses tschu, 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 tschu. Und jetzt sehen wir da meine Slow-Mo vollkommen verkackt. Aber gut, aber das ist schon sehr cool, wie das Ding da rumzischt. Ich finde, das ist irgendwie einfach ein cooler Effekt, wenn wir das hinkriegen. Und dann können wir Bowser halt auch einen reindrücken. Wir haben jetzt noch 200 Sekunden, 2 Leben auf dem Bowser drauf. Das heißt, das sieht eigentlich relativ gut aus. Natürlich verlieren wir durch Bowsers Twister-Strudel-Dinger ein wenig Zeit, weil ich keine Ahnung habe, wie man den ausweichen kann. Das ist halt nicht so einfach wie diese Energiekreise, die Bowser ja irgendwie in jedem Spiel machen kann. Das ist eigentlich, das ist schon so Bowsers Ding so ein bisschen, ne? Könnte man so sagen. Jetzt hat er sich so ein bisschen bewegt, aber das macht er eigentlich dann relativ selten wieder. So. Und wir sehen jetzt, wir haben ein bisschen Schaden auf unserem ersten Schläger bekommen. Allerdings schießen wir immer weiter gegen Bowser an dieser Stelle. Jetzt sehen wir schön unten einen und jetzt oben die Ecken oder unten rechts haben wir einen. Leider haben wir den Ball verfehlt, dadurch wieder Zeit verloren. Mit der Zeitlupe konnten wir den Charge Shot leider nicht abkriegen. Und dann wird hier richtig schnell auf uns geschossen, sodass wir gar nicht mehr hinterherkommen, hier die Bälle zu spielen. So, jetzt haben wir da einen Charge Shot und noch einen Charge Shot, den wir perfekt kontern. Und nun lasse ich euch mich mal was... ich lasse mich euch was erzählen. Meine Güte, ist das schwer. Ja, machen wir so. Da braucht man echt volle Concentration. Da braucht man echt volle Concentration. Die Zeit wird echt knapp, Leute. Und wir verlieren jetzt ja noch mehr Zeit. What? Das ist neu. Das ist neu. Ja. Ja. Okay. Ja, das war jetzt, fand ich, ein bisschen übertrieben. Aber gut, ne? Kann man ja mal machen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze beim nächsten Mal nochmal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch wenn es sehr enttäuschend ist, aber kann man nichts machen, ne? Also, tschüss.